Okay, aber das mit den Rüstungen ist ja noch ein bisschen hin. Und die Jungs und Mädels müssen hier bis dahin durchhalten, was sehr unwahrscheinlich ist. Du hast noch Schuss im Magazin, hast noch schön viele TU. Branddinger funktionieren nicht. Ja, könntest da hingehen und ein Magazin draufschießen. Aber ich denke nicht, dass das wirklich für irgendwas reichen wird. Ich glaube, sie sollte da auch warten, damit sie nächste Runde mehr machen kann, ne? Irgendwie so war das. Kannst du nachladen? Ja, also wenigstens nächste Runde volles Magazin. Okay. Im Idealfall schießt er jetzt auf den da mit Schild. Der da wackelt noch ein bisschen im Feuer rum. Oder versucht hier hinten hinzuschießen und trifft nicht. Und ja, gucken wir mal. Warum ging das wieder Schild durch? Dinger mache ich kaum fast Schaden. Geht jetzt wieder nach oben verschwunden. Oh, ja. Das ist jetzt schwer zu sagen. Blutet er wegen dem Schuss in die Seite von dem da? Oder machen die Hunde vielleicht keinen regulären Schaden oder nicht so viel regulären Schaden, aber dafür mehr Blutungsschaden? Das müssten wir dann gucken. So, du kannst mal probieren, so ein Hund. Ja, ein bisschen Schaden hat schon gemacht. Ich denke nicht, dass das gut funktioniert. Ja, jetzt versuchen wir mal, den da zu zerlegen. Wie viel Schuss brauchst du zum Bursten? 35. Das heißt, du kannst so oder so nur einmal bursten. Das heißt, du gehst dahin, bist also in grüner Reichweite, hinknien. Triffst kein Mal. Das ist wenig. Was ist mit dir? Du müsstest 25 bursten. Könntest also dahin knien. Du kannst um einen Punkt jetzt nicht mehr schießen. Sechs Trefferpunkte, das ist wenig. Ja, hier oben ist irgendwo der zweite, aber den können wir nicht sehen. Hier ist kein Fenster, können wir nicht reinschießen. Heißt aber auch, er kann nicht rausschießen. Das ist gut. Vielleicht kann er hier auf die beiden Felder runterschießen. Das heißt, wenn wir einfach nicht hier stehen, wo wir jetzt gerade stehen, sollten wir kein Ziel abgeben. So, du siehst nur den Hund da unten, hast aber keine Munition mehr. Ja, geh mal weg. Ja, können wir nicht viel machen. Ja, Schrot macht bei denen gar keinen Schaden, noch kaum Schaden. Fast zerlegt. Aber hey, so kommen wir jetzt wenigstens durch. Das ist gut. Ja, du blutest. Oh. So viel auf einmal. Bist du jetzt. Warte, wo ist. Pflaster, können wir dich noch. Nein, können wir nicht. Das war. Der war doch irgendwie noch bei 20 oder so, hier so im Dreh. Na gut, jetzt aber. Ihr könnt einmal bursten, einmal regulär schießen, beide und dann eventuell noch der da. Komm schon. Okay, ein Treffer. Und ja, Laser hat gerade 19 Schaden gemacht, Projektilwaffe hat nur 6 gemacht oder so was im Dreh. Also definitiv mehr Laserwaffen einpacken. Du dahin knien. Das war's auch hier schon wieder. So, Schild hoch. Hoffen, dass er auf das Schild schießt und dass diesmal keine Schüsse durchgehen. Aber es kann auch sein, dass deren Waffen einfach Rüstungsdurchschlag haben.
Weil ich bin mir auch nicht ganz sicher bei ihm. Weil er hat in die Richtung geguckt. Also sollte eigentlich so ein, ne? 45 Grad in die Richtung, 45 Grad in die Richtung das hier abdecken mit seinem Schild. Puh, ja, unsicher, müssen wir gucken. Du, Laser, sehr gut. Komm mal hinter die Mauer. Dann können wir nächste Runde zu viert auf den einen Roboter-Typ wieder schießen. Und der kippt er vielleicht irgendwann mal um. Dann haben wir aber immer noch den zweiten hier und ich glaube noch einen dritten irgendwo hier unten. Das wird zäh. Das wird richtig zäh. Das war gerade. Okay, also nein. Die Waffe hat keinen Rüstungsdurchschlag. Er hat erst Schaden bekommen, als das Schild sich aufgelöst hat. Korax ist panisch, McCall ist panisch. Der blutet und ist panisch. Jo, nur die Frauen haben durchgehalten. Du burst. Sehr gut, endlich. Nochmal, komm. Ja, okay. Er ist weg, sie hat aber auch keine Munition mehr. Das heißt, die gesamte nächste Runde wird sie nachladen müssen, weil das Nachladen leider recht lange dauert. Du bist panisch, kannst dich selber nicht verarzten. Kein anderer kann verarzten. Also der Private kippt auch gleich um. Das heißt, von den Veteranen ist nur noch McCall und Korax übrig. Sonst nur zwei Privates. Wobei die Privates sich gerade besser schlagen als die höherrangigen. So, Hund kommt. Stellt sich netterweise genau vor die Gewehre. Ja, Korax blutet auch. Das war wirklich nur ein sehr leichter Treffer, aber mehr Blutungsschaden. Ey, der hat überlebt. Okay, du, ein Trefferpunkt. Bandagier dich bitte selber. Blutet nicht mehr und du läufst jetzt einfach nur noch weg. Du läufst einfach zurück zum Transporter nächste Runde. So, McCall. Burst, burst. Nachladen. Oh, du hast keine Munition. Ja, liegt jetzt an Claire Coleman mit 1,5. Okay, hat gereicht. Haben auch alle drei gesessen, ne? Glück. Und sie hat auch keine Munition mehr. Also nur noch die, die im Magazin sind. 8 Schuss, das sind 2 Bursts und noch was. Also in Zukunft mehr einpacken. Gerade wenn wir jetzt verstärkt auf diese mechanischen Einheiten treffen, die wesentlich mehr aushalten und wir dementsprechend wesentlich mehr Munition verbrauchen. Na gut, du bleibst erstmal hier stehen. Also, du blutest noch. Oh, warte, kannst du ihn vielleicht verarzten? Nee, kommst nicht recht genug dran. Schnell genug ran. Du könntest ihn verarzten. Hast du ein Medpack? Ja, sowas richtig. In der Richtung. Da. Geh mal hier rüber. Verarzte den. Blutest du immer noch? Nein. Okay. Dann läufst du mal ganz hier hinten hin. Also nicht, um sich zurückzuziehen, wie Miguel das hier macht, sondern um zu dem da zu laufen, der noch eine Waffe und Munition hat. Warum? Von da ganz hinten, Querschläger. Ja. Ja. So ist das halt im Kampf. Du nimmst die Waffe weg, lässt die Laserwaffe liegen, nimmst Munition mit, nimmst ein richtiges Medpack nicht mit, das ist zu schwer. Aber Sprenggranaten kannst du mitnehmen. So, wieder zurück. Wer hat da geschossen und von wo? Ich sehe niemanden. Duken. Duken. Was ist das? UFO, da müssen wir später auch noch rein. Man weiß, wer da jetzt noch auf uns wartet. Weil eigentlich sind die stärksten Einheiten immer im UFO und lauern da. Raus. Du. Also aus dem Haus, nicht aus dem UFO.
Weil der Schuss kam irgendwo von hier. Duken, da gucken. Muss noch irgendjemand durchladen? Jetzt wäre eine ganz gute Gelegenheit. Du hast keine Munition. Du könntest, ja. Rest ist. Ja, da kommt nichts. Also einer müsste jetzt vorgehen und gucken, wo der Roboter ist. Wen schicken wir da? Kein von den höherrangigen. Sie hat auch nur ein Projektilgewehr, was bei denen nicht so viel Schaden anrichtet. Das heißt, du gehst jetzt gucken. Aber hier im Erdgeschoss scheint keiner zu sein. Dann warten wir kurz eine Runde ab. Ja, da oben ist er. Alle halten drauf. War der Rookie. Da waren also nur drei. Nicole, spreng mal die Treppe. Oder? Ja, erwische ich nicht richtig. Ja, das könnte klappen. Nö, hat nicht geklappt. Also die Treppe. Eventuell kann man Treppen auch gar nicht vernichten, damit man immer nach oben gehen kann. So oder so hat er aber einen guten Schuss abbekommen. Machen wir mal so. Ja. Damit er da rauskommt, primär, und sich nicht irgendwo hinter versteckt. 50%, naja. Das ist auch nichts. Wir müssen warten, bis er rauskommt. Das war der letzte Schuss aus dem Lasergewehr. Achso, hier liegen jetzt noch ein Gewehr. Wo ist sie? Da, glaube ich. Ein Gewehr und zwei Sprenggranaten. Die könnten noch helfen. Auch Deckung müsste. Vielleicht wäre es von da der Winkel besser. Ja, nächste Runde. Du versteckst dich mal da, sollte er nicht hinschießen können, dann kann sie nächste Runde rein und die Granaten aufheben und werfen. Boah, ist der flink. Oh, kannst durchschießen. Sehr gut. Weiß nicht, dass er trifft. Na, endlich mal ein Treffer. Und sogar ein ordentlicher mit 26. Okay. Jetzt ist hoffentlich nur noch irgendwas Leichtes im UFO selber. Warum siehst du einen Gegner? Nein! Wo kommt der näher? Der war nicht die ganze Zeit im Haus, oder? Oh, die haben keine Deckung. Beide nicht. Und er hat auch keine Munition. Ja, lauf dahin. Lass das... Ah, die ganze Ausrüstung wurde zerstört. Heb die Schrotflinte von den Bauern auf. Geht auch nicht. Ja, ich denke, das war's gleich mit dem Trupp. Okay, tierisch Glück gehabt, dass das Ding nicht geschossen hat, warum auch immer. Nummer. Was macht sie jetzt? Sie hat keine Waffen. Eine Bahnkarte da reinwerfen wird auch nicht wirklich viel bringen. Puh, guck mal bei dem Schildträger, ob der noch was hat. Schild, Knüppel. Und so dahin stellen, dass du eventuell ein Ziel abgibst. Er könnte bluten.
spielst Medic. Der Knüppel funktioniert eh nicht wirklich ordentlich hier. Gegen Roboter sind Schlagstöcker nicht so effektiv. Du blutest immer noch. Das heißt, du kannst nochmal zurücklaufen. Da war noch ein zweites Cluster, glaube ich. Ja. Das heißt, das weg, das hoch. Zurück. Und du schießt einmal durch den Boden durch. Nee. Du verarztest dich selber. In der Hoffnung, dass er von da oben auch nicht runterschießen kann. Warum kannst du dich nicht selber verarzten? So, weil ich eine Etage zu hoch bin. Da. Besser. Okay. Medpack ist aufgebraucht. Das weg. Das zurück in die Hand. Deckung wäre ganz nett. Keiner ist, der ist panisch, ist okay. Du. Stellst dich mal hier so hin und duckst dich hinter dem Schild, dass, falls er runterkommt, vielleicht auf sie schießt, was unwahrscheinlich. So, ducken, ducken. Alle starren da auf die Treppe, ob der endlich runterkommt oder nicht. Oder das Haus vorher brennt. Aber das kann es, glaube ich, gar nicht. Will nicht. Und so als Roboter hat er bestimmt mehr Geduld als wir. Ja. Ja gut, vielleicht hat er auch einfach keine Wegfindung in seiner KI eingebaut, wenn so viel hier zerstört wurde. Heißt, wir müssen jetzt da hoch. Alle hinter ihr mit dem Schild. Dann hoffen, dass die zwei Bursts von denen reichen. Du. So. Hinter ihr. Da in die Ecke. Aus der Treppe gucken. Und da kommt er. Schilder gehalten. Kannst. Ja, blutet wieder. Blutet irgendwie andauernd. Du. Kannst du von hier aus ihn sehen? Nein, warum auch immer. Dann gehst du jetzt mal hoch. Da ist er. Und. Knüppelst den. Was so wie gar nichts machen wird. Aber es macht ihn vielleicht stinkig. Und auch er kriegt ein bisschen Stunschaden. So. Er muss jetzt. Kann man nicht so halb auf die Treppe irgendwie rauf? Ich würde gern. Dahin. Ne, will er nicht. Okay. Block 75%. Ja, ihren Rücken schießen wollte ich nicht. Oh, komm schon. Das geht jetzt nicht. Shit. Also er kann nicht in ihr vorbeischießen, weder von hier noch von da. Und ducken kann sie sich auch nicht, das heißt, er kann auch so, also wenn sie sich ducken würde, könnte er quasi ihr das Gewehr auf die Schulter legen und dann vorbeischießen. Oder einfach dann vorbei zielen, aber es geht halt so nicht. Du kannst nicht durch den Boden durchschießen auf ihn, das heißt, du gehst jetzt hier hoch, kannst ebenfalls nicht vorbeischießen. Das heißt, die warten jetzt einfach nur beide ab, dass ihr Schild zerstört wird, sie umkippt und die beiden suppressed werden, dann nächste Runde nicht schießen können und ihn entsprechend nicht umhauen können und dann die Mission gleich failen. Das wird wohl so als nächstes passieren. Mal gucken.